habe ich. Hörst du auf, Lacracht zu machen? Das mache ich doch nicht. Doch. Nur hätte ich noch eine Anekdote in petto, weil mein Leben ist ja Ironie pur. Wir wollen mal wieder die Frage bearbeiten, rede ich zu viel, überfordere die Menschheit damit, dass ich so viel quassel? Situation Krankenhaus. Ich sitze an meinem Tisch, die Schwester hilft mir einpacken und in meinem Federpenal liegt mein Bekra Mineral-Deo-Stein. Das ist ja vor kurzem noch diese Aluminiumsteine, das wäre Krebs und weiß der Teufel was. Und überall auf jedem Deo stand drauf, ohne Aluminiumsalze und das war riesengroßer Verschrei. Aber MyLab, ja, hat mich gerettet und gesagt, man nimmt mit dem Lebensmittel noch mehr Aluminium auf, als man über die Haut überhaupt aufnehmen kann. Seitdem weiß ich, dass ich meine Bekra-Mineralsteine wieder benutzen kann. Und der liegt jetzt in meinem Federpenal, war wahrscheinlich eh schon wieder zu viel, konntet ihr mir folgen. Und eigentlich wollte ich diese Aufnahme machen, um mal festzuhalten, wie lustig ich bin. Wir hatten mittags eine Aufnahme von einer Anti-Corona-Demo in Wien, glaube ich. Es ist köstlich, es ist wunderbar, diesen Menschen zuzusehen. Und dann dachte ich, ey, du bist Programmierer, warum programmierst du mir nicht eine App? Gut, der liegt im Federpenal. Ich schwurbel darum mit der Schwester und denke, ja, ich muss ihr erklären, dass die jetzt sozusagen rehabilitiert wurden und man sie wieder benutzen darf und wie toll die sind und dass man sich die Steine aufträgt und dann kann man locker 3-4 Tage nicht nach Schweiß riechen, dass das super ist. Und die Schwester tut so, als würde sie mir zuhören und wir reden dann noch von Kabeln, die da am Tisch lagen. Ich sage, nö, das Kabel gehört nicht mir, das gehört euch. Sie packt ein und ich wundere mich noch, wie sie, als ich sagte, bitte den Bekra-Stein in meine Toiletttasche, wie sie vor meiner Nase mein Federpenal zumacht mit diesem Deo-Stein drin. Und wundere mich noch. Und dann hilft sie mir, den Sack runtertragen, mein Gepäck, und sagt, boah, das ist aber schwer. Wir müssen das allein raufgetragen bekommen. Zu Hause packt Sebastian meine Sachen aus. Und was entdeckt er da? Sidekick? Ja. Hat sich schon gewundert, was du da mitbekommen hast. Ich meine, der Deo-Stein passt gerade so unter deinen Achseln. Also. Das ist so ein Salzstein. Das ist eigentlich eine Lampe, die in unserem Zimmer wahrscheinlich für esoterische Schwingungen sorgen sollte und die packt mir die Scheißlampe ein. Ein Salzleckstein. Ein Salzleckstein für die Patienten, genau. Ich habe dann sofort angerufen, nicht, dass sie mich jetzt polizeilich schon suchen nach mir fanden, weil ich den geklaut habe, die schöne Lampe vom Tisch gemobst habe, dass ich nichts dafür kann, dass er mir aufgezogen wurde, aufgedrungen, in die Tasche gepackt, dass man ihn sozusagen über mich versucht hat rauszuschmuggeln. Die Sekretärin konnte gar nicht aufhören zu lachen. Die hat sich da einen abgebogen. Der Pfleger fand es dann nicht so lustig oder hatte gerade Stress. Ich weiß nicht. Ich fand das einfach nur kongenial. Also, du wirst sie zurückgeben. Ja, und ich habe gesagt, ja, in 3-4 Wochen habe ich Termine, mache ich zurück, dann war der Pfleger etwas enttäuscht. Vielleicht gehen euch die rosaroten Schwingungen ab oder so. Und da mir einen Schwank nach dem anderen aus meiner eigenen Familie zu berichten wusste, konnte es ja auch nicht lange dauern, bis wir uns dahin bewegen. Angefangen hat es damit, dass er sich darüber beschwerte, in dem Dorf wird jetzt ein Denkmal gebaut bei der Schule, das kostet 30.000 Euro,
Was? Warum? Wegen den Juden? Das ist ja vorbei, das ist schon lange vorbei. Das kann man, irgendwann muss man vergessen, irgendwann muss man auch damit aufhören. Das ist irgendwann Schluss. Das ist meine Steuergeld. Ja, in der Tat, an der Schule wurden Juden erschossen im Zweiten Weltkrieg und jetzt soll dort ein Denkmal entstehen, was ich natürlich top finde. Ich hielt dagegen, sagte, nee, das ist ein Thema, das sollte man auch in 2000 Jahren noch nicht vergessen haben. Das darf man nicht vergessen, das ist Geschichte, aus der man lernen sollte. Aber er war noch nicht fertig mit seinen Ausführungen. Wir sondieren dann jedes Mal das Internet nach lokalen Ereignissen. Das Internet fischt dann sozusagen Gesichter raus, speichert die ab. Und wenn ich unterwegs bin mit der neuen Kamera, die er mir gekauft hat, diese... Ich weiß jetzt nicht, wie die Dinger heißen. Mit dieser Monsterauflösung auf jeden Fall. Die dann sozusagen Sensoren hat und die Gesichter wiedererkennt und mir ein Warnzeichen gibt, ein Warnsignal. Piep, 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 piep. Und ich weiß, da muss ich eine große Kurve machen. Mit diesen Menschen möchte ich nicht in Kontakt treten, nicht ins Gespräch kommen und schon gar nichts anderes. Das war's. Ich hoffe, alle haben jetzt gelacht. Aber jetzt? Salzleckstein mit Omaschweiß garniert. Köstlich. Gut. Bevor ich aufstehe, gibt es ja einen Test. Die AfD hilft auch dir. Welches Problem hast du? Dann geht es in dein Geburtstag plus Geburtsmonat plus Postleitzahl, Vorname und Nachname und das ist dann nachher mein bzw. dein Problem. Das ist von den Gebrüdern Moppet. Das ist so eine Kabarettgruppe. Ja. Und da wird jetzt definiert, welches Problem du hast. Also mit wem du ein Problem hast. Und das wird dann eben der zusammengesetzt, wie das mit diesen typischen Sachen ist. Auch sein Geburtstag, Monat, Postleitzahl, Vorname und Nachname. In meinem Fall wäre das maoistische Antifa Schmarotzer haben mein Beatrix von Storch-Shirt mit Binnen-I geschrieben. Gut, das ist weniger lustig. Schauen wir mal bei dir. Bei dir ist es Drogenabhängige, Antifa, Schmarotzer, haben mein heimattreues Herz, oh, das passt ja voll zu dir, zwangsvegetarisiert. So, und jetzt geht's. Aber jetzt mal ganz, du hast wahrscheinlich sicher nicht zugehört. War das, gab das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Ja, sicher. Natürlich habe ich dir zugehört. Bei dir aber zu.